Grüß euch und herzlich willkommen wieder mal zu einem neuen Austria Forst Spezialtalk. Heute möchte ich mich mal bedanken an alle, dadurch, dass wir mir jetzt an die 15.000 geknackt haben. Mittlerweile müssen es schon 15.500 irgendwo sein. Ich habe irgendwie in einer Woche 500 dazu gekriegt. In dem Sinne mal danke an alle, die neu sind und danke an alle, die immer treu sind. Es freut mich sehr, dass der Kanal seine Sprünge macht. Es wird jetzt noch einmal ein paar interessante Sachen geben wieder, weil jetzt, oder da kommen wir eh gleich dazu. Und es ist eine Freude für mich, dass das Ganze so funktioniert. Mein letztes Talk-Video hat eine sehr große Resonanz gehabt, bezüglich, weil ich mal einen leichten Aussetzer gehabt habe, weil ich mal ein bisschen durchgedreht bin wegen ein paar depperte Kommentare. Muss sein, kann man nicht anders machen. Ich habe immer gesagt, dass der Kanal dafür da ist, dass er die Wahrheit zeigt und keine gestellte Show. Und das ist mir wichtig, dass ich das einmal losgeworden bin. Es haben großteils die Leute positiv das Ganze aufgefasst. Heute geht es mir schon bedeutend besser. Was ist neu? Was wird kommen? Neu haben wir jetzt an. Mein Auto ist gekauft, weil ich jetzt wieder mal gefragt worden bin. Also ist schon alles fix fertig. Ich soll es nächste Woche am Freitag kriegen, mit allem drum und dran aufgebaut. Entschieden habe ich mich für einen Ford Ranger Wildtrak. Warum? Erstens, weil es durch die Berichte, die ich so durchgesehen habe, einfach als sehr stabil gilt. Ich immer Ford genommen habe und einfach von Preis-Leistungs-Verhältnis her für mich einfach ideal war. Also ich krieg für meinen alten noch was und krieg in neuen fix fertiger hergestellt. Die Geschichte ist für mich gegessen. Es hilft einfach, ohne ein anständiges Auto geht's nicht. Davor kraft mit der Gas um das Brot, was ich rausgeschmissen habe, ist ja klar. Und ja, nächsten Freitag soll das Ganze noch einmal fix fertig werden. Nachher werden euch natürlich auch vorstellen. Das nächste ist, jetzt nach einem Dienstag sollte ich meinen Frontlader kriegen. Ist leider jetzt durch die Schneefälle ein bisschen nach hinten verschoben, weil sie die Teile nicht reingekriegt haben. Die Konsolen nicht liefern oder nicht liefern haben können, weil es immer so gewirtet hat bei uns. Und ja, das wird das nächste werden. Dann, jetzt kommt das interessanteste Thema. Für alle, die was immer sich aufregen, ich schneide nie mit Stiel. Ich kriege jetzt einmal die neue 4.2 und die 4. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ich will jetzt kein Blödsinn sagen, ich weiß gar nicht, wie die zweite jetzt mit der Bezeichnung genau heißt. Belassen wir es mal bei der 4.2. Weil, wie viele von euch wissen, hat sich ja Stiel geweigert, mir eine zu geben. Und jetzt habe ich halt über Umwege geschaut, eine zu kriegen. Ich habe sie ja von einem Bekannten gekriegt. Mal schauen, wie sie sich verhaltet, wie sie ist. Ist ein Testzug. Ich werde es nicht 100% testen können, weil ich sie ja nur 2 Wochen zur Verfügung habe. Ich werde aber so viel damit schneiden, wie nur möglich ist. Das heißt, mein Bericht gibt es erst über die Sog, wenn ich mit der Sog, wenn ich sie wieder hintergeschickt habe. Das heißt, jetzt wird es noch ein bisschen anderes Zeug sehen. Ich werde sie jetzt einmal 2 Wochen testen. Ich sollte Donnerstag, Freitag kriegen, weiß ich noch nicht. Dann werden wir sie einmal richtig testen. Ich habe ein paar schöne, fette Bahnen, wo ich sie einmal zeigen kann, was sie kann. Und nachher werde ich das Ganze mal zusammenstellen. Wie ist sie, wie verhaltet sich das Schneidverhalten zur 5.2.70er von Husqvarna zum Beispiel? Und ja, was ist neu? Oder wie ist sie einfach anders? Ich meine, ich habe ein Problem mit der ganzen Sache. Ich werde mir vielleicht einmal eine kaufen. Bei uns in Österreich ist sie irgendwie noch nicht zu kriegen. Damit ich sie mal auf Langzeittest testen kann. Weil einfach die 5.2.70er bei mir schon seit September, glaube ich, läuft. Ich habe 2 Stück davon, eine mit und eine ohne Griffheizung. Der ohne Griffheizung hat richtig viel Scheiße durchgemacht nach dem Sturm. Und der ist richtig hergenommen und belastet worden. Und da wäre natürlich interessant, wie die Stiel dazu ist. Ich kann euch wahrscheinlich noch nicht sagen, welche Kinderleiden hat sie, wie ist sie einfach im Vergleich.
oder im hundertprozentigen Vergleich zur 572er. Das kann ich noch erst machen, wenn ich mir selbst eine kaufe. Dann könnte ich es machen. Jetzt momentan kaufe ich mir keine, weil ich jetzt nochmal die 565 kriege. Da bin ich jetzt oft gefragt worden, was mit der hieß, ob ich sie auch testen werde. Ja, werde ich. Ich bekomme eine und dann werden wir die ganze ein bisschen hardcore testen, weil es irgendwie heißt, dass die noch stabiler sein soll und das werden wir noch einmal austesten. Natürlich freut es mich, dass ich jetzt einmal einen Stiel in die Hand kriege. Ich habe mir gedacht, das wird nie irgendwie der Fall werden. In Deutschland gibt es es schon zu kaufen und da darf ich jetzt gerne mal einhakeln an alle, die schon A462, ich bin schon voll durcheinander. Und alle, die schon einen Stiel 462er haben, würde ich bitten, schreibt es einmal in die Kommentare, was es bei euch gekostet hat. Und zwar ehrlich, weil ich habe jetzt Kommentare oder Nachrichten gekriegt, dass irgendwo einer gehört hat, die ist um 600 Euro neu gekriegt worden, ohne Schneidaufsatz. Der eine sagt um 500 Euro. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, weil ich weiß, dass die in der UVP um die 1400 kosten müsste. Also haut es mir mal bitte in die Kommentare ein und alle, die es schon haben, wie viel kostet die Säge wirklich? Und ich rede nicht von UVP, sondern wie viel habt ihr beim Händler gezahlt? Der Händler kann immer ein bisschen nachlassen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der 120% nachlassen kann, das geht nicht. Und das würde mich einmal sehr interessieren. Bitte ob sie einmal die Arbeit an. So, vorgestellt wird in nächster Zeit. Also, mein Problem, was ich gerade momentan habe, ist, dass es alles so schnell geht, dass ich wenig Zeit habe zum Vorstellen und immer, also der Kanal entwickelt sich einfach so raus an, dass ich mir überlegt habe, dass ich das nächste Special erst beim 20er mache, weil das eigentlich ziemlich schnell gehen wird. Und da gibt es nachher wieder was zum Gewinnen. Da habe ich schon was Schönes für euch. Das werde ich aber noch nicht verraten, das gibt es nachher. Und da kann natürlich jeder wieder mitmachen. Jeder was will und da gibt es ein paar Sachen nachher zum Gewinnen. Und nachher, ja, werden wir das Ganze nachher ein bisschen schön aufziehen. So, das mit der Stiel wird eine interessante Sache werden. Ich werde schauen, wie viel Gewichtsunterschied wirklich besteht. Und zwar, ich werde sie voll tanken zur 572er parallel auf der Waage hängen und ich will jetzt wissen, ob da wirklich ein ganzer Kilo um sein soll. Interessant wäre es für die was weniger Gewicht haben wollen oder eine separate Leistung, wenn das Gewicht wirklich stimmt. Ich glaube es noch nicht ganz. Weil dann wird es richtig interessant. Wenn sie wirklich die gleiche Leistung dann hat, könnte das ein sehr cooler Test werden. Ich werde sie ausprobieren, werde sie zwei Wochen mal unter super Verhältnisse testen, weil jetzt momentan ist bei uns schweinekalt. Es wird die Arbeitswochen jetzt noch kälter werden, sagen sie halt bis zu minus 20 Grad. Da werde ich noch einmal die Akkusägen hernehmen. Mich würde mal interessieren, wie die mit den eisigen Temperaturen klarkommen. Habe sie jetzt schon ein paar Mal getestet. Die Schweinludern funktionieren gut. Das glaubt man gar nicht. Die werde ich auch noch vorstellen. Es geht leider so, es ist leider momentan so viel Zeit zum Vorstellen, dass ich momentan ein bisschen ins Würfeln komme, weil ich ja irgendwie die ganze Woche bei der Stromleitung bin. So eine Sache nur Wochenends machen könnte. Ich werde jetzt anfangen. Vielleicht sogar, dass ich Samstag Sachen vorstellen werde, weil ich gerade noch Samstag frei habe. Und da kommt gerade das nächste Thema wieder. Wir sind mal gerade beim Stromversorger. Und da sind jetzt einige Fragen aufgetaucht. Die werde ich jetzt kurz einmal mit euch besprechen. Und zwar die erste Frage war, wie das abläuft, wenn jetzt, also die 110er ist die APG. Das ist der Stromtransporteur durch Österreich. Wir da mal die freischneiden. Wie läuft das jetzt? Das war eine Frage jetzt einmal. Wie läuft das jetzt, wenn die 20er von der Kellag zum Beispiel in Österreich parallel zur 110er laufen, während ich dazwischen die Bahn ausholen, so wie es ihr gestern gesehen habt? Das Ganze läuft dann so: Wir werden dadurch nicht von der Kellag gezahlt. Das übernimmt die APG, weil für sie die Bahn eine Bedrohung sind, nicht aber für die 20er, weil es der irgendwie wurscht ist, wenn da einmal eine Bahn drauf knallt, weil die da immer die Estweg schneiden, großteils. Da werden keine oder fast nie Seitenschlägerungen gemacht, außer irgendwer will am Wald weghocken oder irgendwas. Dann kann es sein, dass sie da Seitenschlägerungen machen. In unserem Fall ist es so,
Das war nicht der APG. Ich muss natürlich auf beide Seiten aufpassen. Also, ich habe da die 20er und die 110er. Dazwischen sind ein paar Mal aufgewachsen und wir müssen sie auslegen. Ist Pech, wenn die 20er in der Nähe ist. Wir hatten auch schon mal den Fall letztes Jahr, dass sich die Leitungen kreuzen. Und zwar zweimal. Da ist die 110er gegangen, dann ist so die 20er gegangen und so vorbei und da sind die Baum umgestanden. Und dann kannst du schauen, wie du das rausbringst. Das war eine ziemlich lustige Aktion. Und ja, nein, das war, nein, das war nicht letztes Jahr, das war schon vor 2 Jahren, war das. Da habe ich noch kein YouTube gemacht. Weil sonst hätte es mich jetzt gewundert, warum wir von der Aktion kein Videomaterial haben eigentlich. Ja, und ja, das ist halt noch ein Pech. So, nächste Frage war, wie läuft das jetzt mit meinen derzeitigen Leuten? Die sind vom Maschinenring gestellt. Ich bin selbst Forstunternehmer, arbeite über Maschinenring die Aktion ab. Also der Maschinenring ist quasi der Dienstleister für die APG. Und wir sind mal die Subunternehmer, die von Maschinenring angestellt werden oder beziehungsweise beauftragt werden, die Aktion durchzuführen. Weil der Maschinenring ist ja nur ein Vermittler, er ist ja sonst nichts. Das ist einfach nur eine Vermittlungsorganisation, die Leute sucht, die die Arbeit verrichten können. Also die dann nur ein paar Telefonate machen und wir können nachher das Ganze machen. Und die gesamte Verantwortung obliegt eigentlich uns. Also der Maschinenring hat einen Partieführer für die Aktion, das bin ich in dem Fall ich von unserer Truppen, der die ganze Verantwortung übernimmt für Leit und Leitung. Natürlich werden sie zur Rechenschaft gezogen, wenn ihr zum Beispiel einen Scheiß baut. Ist aber in unserem Fall nicht vorgesehen, weil ich keinen Bock habe, auf irgendeinen Scheiß zu bauen. So, die anderen zwei sind, der Günther ist der Leasingarbeiter vom Maschinenring, der ist eigentlich das ganze Jahr für Maschinenring tätig und der Fabian ist frisch aus der Schule raus. Also der hat die landwirtschaftliche Fachschule absolviert, 2017, und der ist jetzt gerade bei uns dabei und macht die Aktion einfach mit. Also bei ihm läuft das über Bauernakkord. So wird das Ganze gemacht. Die nächste Frage war, wie viele Partien sind in ganz Österreich aktiv? Ich habe keine Ahnung. Bezirk Oberkärnten, also nicht Bezirk, sondern Oberkärnten allein, schätze ich mal, Kelag 20er, Kelag 110er, Eisenbahnverbund müssten ungefähr 15 Partien sein, die unterwegs sind. Leider mal Grobschätzung. Ich kann es aber nicht genau sagen. Also 10 sicher, 15 schätze ich einmal, dass da unterwegs sind, A4 Leute. Und das, ja, die haben eigentlich das Ganze, die ÖBB und die Stromversorger freihalten. Bei den einen läuft es gestaffelt, also so wie bei uns, dass man 3 Monate durchgehen, dann ist wieder aus. Das läuft jedes Jahr gleich. Bei der ÖBB bin ich mir jetzt nicht gerade sicher, wie die das haben. Bei der 20er läuft das ganze Jahr ein Trupp und bei der 110er sind 2 Trupp, glaube ich, die laufen auch das ganze Jahr. Da ist da ein Trupp, ich bin mir da auch nicht ganz sicher, wie das läuft. Also nur jetzt einmal Oberkärnten gesehen. So, das wäre mal das gewesen. Dann, die nächste Frage war, wie oder welche Ausbildungen müsste man haben, um das Ganze zu machen? Ja, eigentlich am forstwirtschaftlichen Facharbeiter. Da ist wieder mal eine Frage aufgetaucht, weil ich ja viel Baumabtragungen und Baumsteigen tue. In Österreich läuft ja das anders wie in Deutschland, das haben wir schon mehrmals besprochen. Ich tue momentan üben, um die Ausbildung fertig zu machen. Also das, was ich da auf der Arbeit mache, ist für mich Übung. Übung, 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 um besser zu werden, um den European Tree Worker fertig zu machen. Ich brauche die Übung und da ist jetzt wieder mal, ich habe heute schon ein lustiges Kommentar gelesen, das war super. Ich habe ja gestern das Video eingestellt von, wo ich auf einen Kiefer aufgestiegen bin, ausgeschlitzt bin und abgerutscht bin. Ich habe da auf der Rückseite immer die Stumperlen gelassen. Ich mache so eine Baum generell allein ohne den Fabian, weil der will ja die Ausbildung machen. Leider ist mir die Kiefer im Winter einfach zu gefährlich, weil er ist wie ein Schmiersaufen. Und ich bin rausgeschlitzt und einmal so 1 Meter abgefahren halt, bis halt der Seilkürzer wieder sich eingefadelt hat. Und da war ein kleines Kommentar. Und genau deswegen verwendet man einen zweiten Seilkürzer, wo man auf Virga zusammenfahren kann beim Sturm. Ja, ich weiß, ich habe genau gewusst, dass das kommen wird, aber ich habe es
extra nicht ausgeschnitten, um es euch zu zeigen. Und ich werde jetzt am Montag kann ich auch buchen, die werdet ihr in 2, 3 Wochen mal sehen, wo ich das einmal austesten werde mit dem Jäger. Ich mag das einfach nicht. Das ist so hinderlich. Klar, es geht, man muss immer unterscheiden zwischen Sicherheit und Leistung. Und mir nervt das einfach, wenn das Teil irgendwo hängen bleibt oder sonst irgendwas. Mit dem Seilkürzer kann ich, ja okay, man kann ihn mal aushängen und wieder neu einschmeißen. Ja, könnte man. Aber man muss sich das Ganze wieder zusammenstellen. Ich muss jetzt schauen, wie ich es überhaupt zusammenstellen werde, ob ich das mit dem Zickzack nicht machen werde. Oder überhaupt mit meinem neuen Spider-Check-System, dass ich das nicht irgendwie so auf dem Jäger zusammen tun werde. Und den einfach blockieren, dann habe ich das 1,5, 2 Meter drum immer vor mir, kann das wieder einhakeln, kürze es nach, wenn es sein muss und kann sicher arbeiten. Ich kann euch sagen, der Fock übertreibt so maßlos. Ja. Und so wird das Ganze nachher probiert. Ich habe echt lachen müssen, wie ich das heute gelesen habe, das Kommentar. Das hat der Andi, ich glaube, der Andi hat das geschrieben. Und ich war mir 100% sicher, dass das von irgendwem kommt. Aber ich wollte es nicht ausschneiden, weil der Kanal ist ja dafür da, dass ich euch sage, was mir wirklich passiert, was nicht passieren und auch Sachen, was halt nicht passieren sollten. Und dafür ist ja das Ganze da. So, heute habe ich eine Bitte gekriegt von einem Abonnenten, ob ich mal in einem Talk wieder nochmal das Thema bearbeiten könnte, was passiert, wenn der Käfer kommt. Oder zumindest, was sollte mit Holz jetzt passieren, um gar keine Käfergefahr zu kriegen. So, da gibt es mehrere Möglichkeiten jetzt. Jetzt ist keine Gefahr, dass der Käfer reingeht. Er ist in Winterruhe, Winterstarre und da ist einfach jetzt nicht die Gefahr, dass er irgendwo reingeht. Was jetzt So. liegt, das Holz, so wie er gesagt hat, er ist auf 1600 Meter um das Holz irgendwo auf der Alm und da ist Windwurf und so, da kämen sie so schnell nicht auf fürs Aufarbeiten. Ein Teil wird Brennholz gemacht, ein Teil ist Langholz. Wie sollen sie es bearbeiten, dass der Käfer keinen Angriff hat? Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Wenn man Brennholz macht, also Meterstücke gespalten, hat der Käfer keinen Angriff mehr. Also das greift er nicht an, weil der könnte da sein Brot reinsetzen, der überlebt gar nicht. Wenn man Langholz macht und man weiß, es wird warm, es wird Mai, Juni, bis man das Holz anbringen könnte, ist der Käfer schon längst drin. Was man machen könnte, wäre Spritzen, ein Fraßmittel, also wenn der sich jetzt einfrisst über die Rinden, stirbt er. Das zweite wäre entrinden, also schäpsen oder mit einer Motorsäge fräsen, abfräsen. Oder ein Käfernetz über die Holzkreide spannen. Das wäre eine Möglichkeit. Somit könnte man das Ganze eindämmen oder verhindern, dass der Borkenkäfer einen Angriff kriegt. Alles andere, es wird heuer interessant werden. Ich meine, wir haben auch einen Winter, wie wir ihn noch nie gehabt haben, mit sehr viel Schnee. Also es schneit jede Woche ein paar Zentimeter. Also das habe ich kann mich gar nicht hinterinnern, wann es das einmal gegeben hat. Es hat immer einen Kot hergehauen, aber ewig lang nichts. Dann hat es wieder mal was hergehauen. Aber so wie jetzt, dass jede Woche schneit, ich kann mich nicht erinnern, dass das einmal gegeben hat. Oder es ist schon sehr, sehr lang her. Also 20 Jahre sicher, dass es einmal so konsequent durchgeschnitten hat. Also die Skigebiete freuen sich. Bei uns im Forst ist es so lala, weil auf die Höhe kommen sie nicht auf. Am Land herum ist nicht viel zu tun. Mir bei der Stromleitung ist es eigentlich kupft wie Katsch. Solange es nicht über 35 cm Schnee hat, gehen wir mir ganz normal arbeiten oder über die Knie rauf. Und jetzt hast du ein lustiges Baustück gehabt, wo auf dem Feldstück, wo wir gearbeitet haben, 15 cm waren. Und dann haben wir noch auf eine andere Seite bocken müssen, wo mehr schotseitig ist. Und da springst du nachher von Traktor runter und steckst bis zu den Knien in den Schnee drin, weil da nie ein Zoom zu wegkommt. War ganz interessant. Ja, so läuft es momentan und so kann man den Käfer ein bisschen vorkommen, also zuvorkommen, dass er sich überhaupt gar nicht so ausbreiten kann. Debatt ist, wenn man die Stämme gar nicht aus dem Wald außen bringt, dann ist am gescheitsten, man schäbst sie. Also das ist die hundertprozentige Garantie, dass da nichts mehr passiert.
Also die Wichtel alles klein zusammenschneiden und so das, was ich zum Beispiel immer mache. Und man kann die Wichtel liegen lassen im Wald. Zusammenschneiden, klein und es passiert dann nichts. Und das ist Humus für den Wald. Der Wald braucht das, dass immer das Äste entfernen aus dem Wald. Das ist der Tod für die ganze Bodenkultur. Da werde ich einmal ein eigenes Video machen müssen, um dass die Leute mal verstehen, warum werden denn Sachen gefördert, wie zum Beispiel Salbe und Partien, wo die ganzen Äste drin bleiben. Ja, weil die Forstbehörde auch nicht mehr deppert ist und endlich Wiesen oder gekneist haben, dass einfach das Zeug drin bleiben muss. Der Boden braucht das ja, um zu überleben. Die Zeiten werden sich ändern. Es werden Sachen wie Baggerprozessoren und Seilbahnen, klar wird es immer Gebiete geben, wo das nicht geht. Ich darf jetzt auch nicht in einen Steilhang drin freiwillig osten, wenn es nicht muss. Darf ich nicht. Weil wenn ich um einen Baggerprozessor stehen, dann sollen sie die Scheiße außen arbeiten. Wegen die paar Euro Förderung und dann noch Auflagen kriegen. Und dann kriegst du die Förderung wahrscheinlich eh nicht, weil irgendein Punkt missachtet worden ist in die Auflagen. Und nachher streichen sie die ganze Förderung. Hast die ganze Arbeit umsonst gezahlt in Unternehmer und hast selber nichts davon als Waldbesitzer. Würde ich es auch nicht machen. Da scheiße auf die Förderung, kassiere ein paar Euro fürs Hockgut und die Geschichte ist gegessen. Ja. So, was hätten wir da noch? Na, das war's eigentlich mal. Ich würde sagen, für den Sonntag reicht es, weil ich spüre schon meine Zerren in meine Stiefel rein. Jetzt war ich mal, ich wollte eigentlich meinen Gasofen da einschalten, aber das Schwein funktioniert irgendwie wieder nicht. Muss ich auch mal zerreißen, den Sackteufel. Und dann, ja, das war's einmal, das Update, wie ich es jetzt in nächster Zeit ein bisschen anschauen werde. Ich sage nochmal ein recht herzliches Dankeschön an alle, die was mich so tatkräftig unterstützen, dass der Kanal und die Community ein bisschen stärker und größer wird und wächst. Und ja, ich kann nicht mehr sagen, als wie gut Holz, du aufpassen auf euch, euer Austria Forst.